Das bin ich so ein Wacker-YouTuber, oder was? Ja, Mann! Ich bin ein Wacker-YouTuber. Einfach Kacke! Ladies and Gentlemen, wir haben heute zu Gast Mark Foster hinten. Eine neue brutale Form des Wer bin ich's wird heute wieder initiiert von Julia. What about the self-confident girl? Und. Fassen Sie mich nicht an. Willkommen zu einem neuen Wer bin ich, was bin ich? Ich weiß auch nicht, was Thomas jetzt wieder sich für Wörter ausgesucht hat. 100% wieder irgendwas komplett Abstruses. Wie nennt man das? Abstrus. Abstruses, ja. Also heute mal nur zu zweit, heute ist kein Rezo da, das heißt... Schade eigentlich, ich vermisse den ein bisschen. Eben war es noch okay, dass wir zusammen drehen, jetzt auf einmal wissen wir Rezo, ist okay. Zwei Runden nur? Ja, okay, weil du weißt, dass wir wirklich dumm sind und sehr, sehr lange brauchen, ne? Julia, Augen zu. Sie will ja unbedingt immer gewinnen. Das heißt, da ist der Schummelfaktor. Hallo, der will ganz genauso gewinnen wie ich. Mittlerweile schon. Ja. Hast du geguckt? Du bist viel schlimmer geworden als ich. Du hast geguckt. Nein, ich habe nicht geguckt. Jetzt bewegen Sie sich nicht, Frau Beautix. Beauty. Try it. Das ist Challenge Nummer 1. Oh! Das klebt gar nicht. Ja, weil deine Haare so fettig sind, wa? Warum mobbt der mich denn jetzt? Mal Julia einmal Richtung Kamera gucken, näher kommen. Das kann doch Julia. Was ist das, Thomas? Ehrlich jetzt? Rezos Erektionsstörung. Alter, yo, das wird doch Julia. Julia ist doch noch minderjährig, Freunde. Ich bin auch nicht so schlau. Julia ist blond. Das ist gefärbt. Kannst du jetzt mal in einem Cut den Zuschauer erklären, wofür das da steht? Aber Julia muss doch wissen. Ja, du kannst doch nicht. Also ich muss es doch erraten. Wie kann ich das denn erraten, wenn ich nicht weiß, was es ist, wenn erst den Zuschauern erklären muss, was das ist? Nee, also er muss das erklären, weil da steht nicht das ganze Wort drauf. Dann erklär mal, Julia, was es ist. Warum muss ich ihr das denn erklären? Anni, meinst du, ich kann das erraten? Also das ist, glaube ich, die härteste Runde. Also wir sitzen bis morgen hier, ne? Warum hast du das mir gegeben und nicht ihm? Viel zu einfach. Für ihn, weil er schlauer ist als ich? Nee, also es ist okay. Also, nee, weißt du, ist in Ordnung. Mach einfach, gib mir. Sagen wir mal so, wir gucken mal, was bei dir drauf. Ich habe keinen Bezug dazu. Aber ich schon? Nein, okay. Vielleicht bist du der Grund. Der Grund dafür bin ich. Jetzt fang doch nicht schon an zu raten während das Spiel. Also du hast einmal hier These. Aber ich rate so gern, bevor das Spiel losgeht, damit ich dann bessere Karten habe. Augen zu, Augen zu, Augen zu. Was ist das? Das ist ja so leicht. Das ist nicht leicht. Boah, ist das asozial. Thomas, du bist eine kleine Sau. Was ist denn das? Nichts. Was denn? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Wir machen ein kleines YouTube-Video heute. Ja, wir machen ein richtig asoziales Wer bin ich? Wo ich gnadenlos verkacke und er einfach sofort weiß, was es ist, ganz Nein, sicher. Du kommst da drauf. Mach die Robbe? Nein. Schade, Alter, aber wer krass jetzt. Du hast es gesehen? Nee. Okay. Versprochen? Nee, ich hab's. Kleiner Fingerschwur. Fingerschwur. Wenn jemand extrem hängen sollte, könnt ihr auch gerne mal nach Hilfe fragen. Okay, nach Hilfe! Wir sind beide echt dumm, wa? Ja. Süß. Ich würde sagen, Stinkchen Schnuck, wer beginnt? Die Finger kleben. Schnick, Schnack, Schnuck. Gewonnen. Ja, du darfst jetzt anfangen, okay. Bin ich in irgendeiner Form lebendig? Nein. Ja, also es hat was mit dem Leben zu tun, aber nein, du bist nicht lebendig. Okay. Hä? Das ist so verwirrend. Thomas gibt direkt Ultra-Hints. Thomas, ich würde nicht solche Tipps geben. Vorsicht, Vorsicht, da bin ich. Okay. Sonst bin ich wieder zum Urologen. Ja, ich kann es nicht direkt mit Ja oder Nein beantworten. Ja, du sollst ja gar nicht mitspielen. Aber, ach, stimmt, Thomas. Alter. Du musst dir die Fragen beantworten. Okay. Du bist nicht lebendig. Ja, danke. Ich bin noch lebendig. Ja. Ich bin ein Mensch. Ja. Du machst das ist einfach unfair. Du kennst mich. Ja. Du kennst ja nicht mal viele. Ja. Du kennst ja nur drei Leute. Ja. Also, du kennst ja Rezo, Joy und Drew. Ja. Evanjo, aber den würde ich jetzt nicht als einmal ein Video drehen, so danach schlecht über ihn reden. Ich glaube, das hält nicht so. Also, einer von uns. Nein, ich bin dran. Ich kenn schon noch ein paar mehr Leute in meinem Leben, außer euch drei. Echt? Nur weil ich mit euch Videos drehe, heißt es das nicht, dass ihr meine komplette Welt seid. Schade. Die halbe. Die halbe Welt, okay. 51%. 51% im Julias Leben sein, das will niemand. Okay, hau raus. Kann man mich mit den Augen sehen? Ja. Ja, das kann man sehen, ja.
Du findest es gerade noch nicht lustig, aber ja, nee. Bin ich haptisch? Du bist haptisch, ja. Also bin ich ja ein Gegenstand dann. Du bist nicht ein Gegenstand? Ist das ein Gegenstand? Naja, wenn ich kein Lebewesen bin und man mich anfassen kann, dann muss ich ja was, also nicht haptisch bin und man mich sehen kann, dann muss ich ja ein Gegenstand sein. Also das Wort, ne, das ist ja irgendwie eher eine Situation, oder nicht? Das ist ja ein... Aber wie soll man denn eine Situation anfassen? Es ist echt ein schwieriges Wort. Es ist so gemein, dieser Unterschied zwischen diesen zwei Worten. Es wird ein Nachspiel haben, Thomas. Du sagst, du möchtest es anfassen? Ja. Also ich habe nicht gesagt, dass ich anfassen möchte. Okay, du möchtest es nicht anfassen. Weiß ich nicht, ob ich es anfassen möchte. Also es ist haptisch, aber es ist kein Gegenstand. Es ist nicht wirklich ein Gegenstand, das jetzt zum Beispiel in der Wohnung herumstehen würde. So. Es könnte herumstehen, aber es wäre komisch. Auch in deiner Wohnung wäre auch komisch. Also diese ganzen Sachen habe ich gerade alle nicht gefragt. Es ist sehr nett von dir, dass du mir das alles sagst, ja, das weil es anscheinend wirklich sehr schwer ist, was ich hier habe. Es ist ja dann auch kein Organismus oder irgendwas. Nee. Es ist ja schon tot. Also es ist ja nicht... Hä? Och Mann! Vielleicht ist es schon tot. Ja, ja. Aber ist es sowas wie Freundschaft oder so? Ja, nein. Also, aber das kann man ja nicht anfassen. Man kann ja keine Freundschaft anfassen. Ja, aber es ist auch sowas wie ein... Also es ist so ein Wort, so in die Richtung. Ja. Wie nennt man das denn? Eigenschaft? Eine Eigenschaft. Es ist eine Eigenschaft. Ey, ihr seid wirklich... Oder Zustand. Es ist ein Zustand. Zustand. Ein Zustand. Okay, ich bin jetzt dran. So, also es hat nichts mit Joey Rezo oder Jude zu tun, ne? So, das hat aber mit jemandem zu tun, mit dem du kennst. Mit dem du auch in letzter Zeit viel gemacht hast wahrscheinlich, ne? Ja. Ich war ein YouTuber. Ja. Nee, warte, stopp, ich muss kurz... Ich kann nicht. Warum? Ja, du bist ein YouTuber. Ich bin ein... Ha, okay. Was geht jetzt hier ab, Alter? Was, bin ich so ein Wacker-YouTuber oder was? Ja, Mann! Ich bin ein Wacker-YouTuber. Einfach Kacke. Ich bin Kacke, okay. Nein, du bist nicht Kacke. Du magst mich nicht. Also, ich bin eher so ein... Ich bin Assi. Ich bin Assi-YouTuber. Nee. Okay. Okay, mach weiter. Mach weiter, ja. Ach so, es war ja nein. Okay, ich bin ein Zustand. Aber bin ich ein Zustand von einem Menschen? Ja. Bin ich der Zustand eines Menschen, der sich in diesem Raum gerade befindet? Nein. Bin ich ein hässlicher YouTuber? Nein. Du bist nicht du. Nee. Weil dann hätte ich ja gesagt. Frag lieber, wann kannte ich diesen Menschen? Kannte ich den von damals? Du kannst mir nicht so viele Tipps geben. Also nee, ich weiß, dass es schwer ist, aber lass mich jetzt auch einfach mal das Schwere aus dieser Situation herausholen und mich damit auseinandersetzen. Den kenne ich aber von früher. Nein. Ach, du bist so ein Arschloch. Also du kennst... Eine fiese Person bist du. Was ist denn das hier? Weiß ich doch nicht. Du kennst ihn auch von früher. Also eigentlich ist es eigentlich, ja, du kennst ihn von früher, du kennst ihn aber immer noch. So was, voll die dumme Frage einfach. Ja, natürlich, dann nehme ich die Frage jetzt zurück. Aber die Person befindet sich nicht in diesem Raum. Nee, das ist immer noch falsch. Also ich bin dran. Hä, das war aber meine Frage von vorhin. Ja, genau. Aber das danach warst du ja schon mal dran. Ja, aber du hast sie ja nochmal gestellt. Nein, einfach. Die habe ich nicht gestellt. Nein. Das ist Sabotage, Manipulation und einfach unfair. Mhm. Danke. Bin ich männlich? Ich würde sagen schon. Okay. Mache ich viel mit der Person? Momentan würde ich sagen nein, aber das ist ja normal bei dir. Deswegen würde ich sagen, für deine Verhältnisse schon. What? Ja, aber es bist ja nicht du. Nee, ich bin's nicht. Wir sind ja keine Freunde, wir sind ja eine Geschäftsbeziehung hier. Ist es Rezo? Ist der Zustand von Rezo? Es ist ein Zustand von Rezo, richtig. Es ist ein positiver Zustand. Freut sich Rezo über diesen Zustand? Ist Rezo glücklich mit diesem Zustand? Ich glaube nicht. Oh. Habe ich eigentlich weiß ich, hat er eine Krankheit oder so? Vielleicht. Also, du würdest sagen, ich bin schon attraktiver. Du bist nicht hässlich, habe ich gesagt. Nein. Ich würde nicht sagen, dass du hässlich bist. Du hast ein symmetrisches Gesicht. Du siehst... Jawohl, man kann auch unsymmetrisch hübsch sein. Nee, du siehst ja doch, du bist nicht hässlich. Habe ich einen kleinen Hund? Ja. Der ultra laut ist. Du weißt es doch sowieso, wer du bist. Mein Gott, jetzt beschleunige das Ganze hier hat doch. Hat sich einen Glow-up in letzter Zeit? Glow-up? Ja. Wenn man sich alte Videos anschaut, würde man schon sagen so, ah, Digga, Schmutz, also aus dem wird nichts. Aber man denkt sich jetzt heutzutage so, oh, okay, der hat sich gemacht, der Bree. So asozial würde ich es nicht ausdrücken. Aber ja, der Alterungsprozess hat geholfen. Boah. Spaß. Nein, ja, doch, ja. Habe ich so einen kleinen? Weiß ich doch.
auch nicht. Spaß, ich weiß. Alter, ich weiß, wer ich bin, liebe Freunde. Ich bin wahrscheinlich Sebastian. Revi. Ja. 1:0. Mach das Ding hier von meiner Stirn weg. Das war viel zu leicht. Der ist einfach eine Person, die er kennt, die auch ein normaler YouTuber ist, den man so leicht erraten kann. Thomas, du darfst dich immer ab. Weil der andauernd Teil von deinen Hauptvideos ist und sowas. Das ist einfach viel zu leicht. Aber Rezo kennst du ja schon. Ja, aber doch nicht diesen Zustand von Rezo. Okay, Augen zu, Augen zu, Augen zu. Oh, jetzt will er hier auch noch so eine Wellness, Wellness-Aufkleber haben. Das ist aber schwerer, oder? Ja, das ist auf jeden Fall schwerer. Ja. Ist auch falsch geschrieben, aber ist okay, wir üben das nochmal. Oh, ich sehe es gerade. Ach, siehst du es ehrlich jetzt erst? Echt jetzt? Aber hast du nicht absichtlich gemacht, Thomas? Nein. Wirklich? Und du hast es nicht gerafft, dass du es falsch geschrieben hast? Ich habe das heute Nacht, mitten in der Nacht geschrieben. Was aber du hast es doch gerade abgeschrieben und du hast es nicht gemerkt, dass du es falsch abgeschrieben hast? Ich war nur fokussiert drauf, dass ich es dick genug schreibe. Jetzt ist halt ein Ich würde mir noch mal überlegen, ob du weit. Also ich. Das gibt eine Abmahnung. Ey, es ist. Nee, das kann jedem passieren. Es würde zwar wahrscheinlich niemandem passieren. Der Thomas hat ja nie gelernt zu schreiben, deswegen. Ich würde das jetzt gar dann nicht ist es, dann so ist es, dann ist es gut. Ja, cool. Das ist gut. Kann ich so drauf rumhacken. Guck mal, der ist ja schon. Ja, sorry. Traurig. Also, ich bin ein Zustand von Rezo, den er wahrscheinlich nicht gut findet. Gott steh ihm bei. Ist es irgendwas mit seinem Geschlechtsteil, was nicht richtig ist? Ja. Oh ja, weiß ich doch, jetzt kann ja jetzt alles sein. Der Mann hat eine Pissverkrümmung, der Mann hat, keine Ahnung, abgeklemmte Eier, weiß alles, ich doch nicht. Alles falsch auf jeden Fall. Es ist keine Krankheit. Nein. Ist das so? Also ist es eine Krankheit? Nein, es ist keine Krankheit. Ja, es ist keine Krankheit. Nee, quasi. Nein, es ist keine Krankheit. Nein, es ist dann ja. Nee, meine Aussage war korrekt. Nee, du hast doch gefragt, ist es eine Krankheit? Ich habe gefragt, es ist keine Krankheit. Könnt ihr hier gerne nochmal abspielen. Mit in diesem Zustand könnte er sich nicht fortpflanzen. Boah, also da bin ich so, es gibt bestimmt Möglichkeiten, auch in diesem Zustand. Nee, ich glaube nicht, nee, geht nicht. Ist sein Geschlechtsteil in diesem Zustand schlaff? Ja. Was ist aber daran schwer, der schlaffe P*** von Rezo? Nee. Nein, es ist ja ein Zustand. Ein unirrigierter Rezo? Es ist so, also ganz ehrlich mal kurz Disclaimer, das ist natürlich gemein, was hier steht, so, ne? Wie einfach hier, wieso vertraut ihr das an Thomas bestimmt so und du bringst das einfach hier ins Internet. Es sind Erektionsprobleme von Rezo. Ehrlich? Ja. Aua. Du hast meine Haare kleben. Warte, ich mach das für dich. Okay. Warte. Okay. Rezos E-Störung. E-Störung? E-Störung? Ja, guck mal, das hätte doch da nicht mehr drauf gepasst. Aber du hättest ja Erektions-P oder so. Das wäre ja viel leichter gewesen. E-Störung. Nee, also das tut mir natürlich leid, Rezo, dass du Erektionsprobleme hast. Ich hoffe, du kriegst das wieder hin. Du kannst dem Rezo echt mal so ein paar Worte da lassen. Ich glaube, es ist gerade eine sehr schwierige Zeit für ihn, so mit ihm, kein Rezo. So. Vielleicht so ein paar antörnende Worte von mir vielleicht auch einfach. Rezo. Rezo, glaub immer an dich. Das war's? Ja, Männer brauchen nicht mehr. Da kriegst du schon einen hoch, dann sagst du? Nein, du musst Rezo, du bist stark, Alter, deine Muskeln, Alter, ich sehe, du brauchst gar keine Klamotten einfach. Ja. Du hast deine Muskeln, sind die Klamotten Muskeln, einfach. Muskeln, wirklich wunderschönes Gesicht hat der Mann auch. Die bedecken sein viel zu großes Herz einfach. Das ist unglaublich, wie viel Liebe der. Also hätten diese Muskeln nicht, die dieses. Ja, okay, Herz spätestens jetzt hat er bestimmt einen riesigen. Die Augen zu. Ja, ich bin gerade verwirrt. Was ist denn das schon wieder hier? Du magst Julia einfach gar nicht so. Hä? Persönlich gesehen einfach, oder? Nein. Will ich schon wieder irgendwas mit einem Penis von jemandem, den ich kenne? Ich habe was mit einem in diesem Raum hier zu tun. Ich kenne mich nicht so gut mit eurem Privatleben aus, aber I would say no. Leider. Ja, leider. Aber das kann sich noch ändern, Leute. Wirklich, ich glaube an euch. Mhm. Und ich würde auch was dazugeben. Bin ich ein Lebewesen? Ich würde nicht sagen Lebewesen. Ich weiß auch gar nicht, warum du immer mit diesem Lebewesen ankommst. Keine Ahnung. Bin ich ein Lebewesen? Also bin ich kein Lebewesen? Du bist kein Lebewesen. Ja, bist du. Ich bin ein Lebewesen. Deswegen frage ich. Hätte ja sein können, dass ich vielleicht auch mal was Normales bekomme. Ja, also Lebewesen ist, ich meine, ist immer eine Definitionssache, ne? Halt.
Nee, du bist kein Lebewesen. Okay, hier. Du bist eins. Ich bin ein Lebewesen. Moment, ich muss jetzt ein bisschen systematischer rangehen. So. Ja. Ich bin ein Lebewesen und lebe immer noch. Es gibt welche, die leben und es gibt welche, die sind nicht mehr lebend. Es ist eine Szene. Nein. Hä, eine Szene? Es ist eine Szene. Es gibt so eine Szene und da sind ganz viele von mir. Es gibt so ein teilweise geheime, eigentlich nicht, es gibt nee. Geheime Treffen, da treffen sich alle. Nein, nein, nein. It's not a Szene. Dankeschön! Boah, das schmeckt doch nach Rauch hier. Ja, lecker! Da merkt man direkt, dass Julia angefangen hat zu rauchen, wenn sie halt hier so Club Mate trinkt. Ja, Rauchen ist aber auch einfach gesund. Solltest du mal ausprobieren. Ey, das lassen wir so stehen, ne? Fang jetzt einfach mal genauso an wie vorhin, weil das hat mich gut vorangebracht. Kann man mich sehen? Man kann dich auf jeden Fall sehen. Oh, scheiße. Oh, ich bin jetzt wahrscheinlich das Gegenteil. Ich bin jetzt einfach Rhesus-irrigierter Penis, oder? Fast. Ehrlich? Nein. Rauche ich? Ich habe noch gar kein Nein bekommen. Ich habe gesagt, man kann mich sehen, ja. Man kann dich sehen, okay, ja. Kann man mich auch anfassen? Das ist eine Definitionsfrage. Mach mal nächste Frage. Das ist kein Nein. Okay, kein bin ja. ich haptisch? Du bist haptisch. Ich gehöre der Person. Du gehörst der Person. Die Person kann mich anfassen. Du, ja. Befindet sich diese Person gerade in diesem Raum? Ah, das ist immer so eine Cheater-Frage jetzt hier, ne? Nö. Diese Person, bin es ich? Ja. Befinde ich mich, das, was mir gehört, gerade in diesem Raum auch? Ja. Aber ich habe es nicht gerade bei mir, also ich habe es gerade nicht an mir. Das ist falsch. Also ich habe es an mir. Ja. Okay, also war das ein Nein. Das war ein Nein. Ich bin jetzt dran. Boah, du hast so einen Run gehabt, Alter. Du bist ein Intelligenzbestie. So, jetzt muss ich richtig aufholen. Das hat nichts mit den Menschen hier in diesem Raum zu tun, hast du gesagt. Wahrscheinlich nicht, nee. Also ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, was ihr in eurem Privatleben so macht, aber ich, I guess no. Ich glaube, du bräuchtest es nicht, sagen wir es so. Ich bräuchte es nicht. Aber Thomas es bräuchte es schon. Du könntest ihn schon besser bezahlen, finde ich. Willst du dich vielleicht mal irgendwie fragen, ob es ein Mensch ist? Ja, es ist ein, also Mensch weiß ich. Es ist ein Lebewesen, es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Ja. Ich bin ein Mensch. Du bist ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Wie würde ich mich anfühlen? Ob du männlich oder weiblich bist, juckt dich auch irgendwie gar nicht? Also es ist langsam wirklich, du stellst komische Fragen. Ich verstehe es irgendwie nicht, was in deinem Gehirn passiert. Ich habe auch, mein Gehirn. Ja, das merke ich. Ich versuche dich jetzt einfach nur daran, mich zu erinnern, was ich schon gefragt habe. Bin ich weiblich ja. oder männlich? Ich bin weiblich. Ja. Gut, ich habe eine Entweder-Oder. Ja, ich war einfach mal nett. Ich bin weiblich. Weil ich gemerkt habe, da passiert nicht so viel. Okay, und das haben wir alle nicht, aber der Thomas bräuchte es. Ja, bin ich eine? Er hat gerade genickt. Ich bin eine spezielle Frau, ich habe auch eine Peitsche. Nee. Keine Domina? Nein. Okay, ich bin dran. Aber war schon fast. Nein. Könnte ich eine Peitsche besitzen? Jeder Mensch kann eine Peitsche besitzen. Hast du eine Peitsche? Das war nicht die Frage. Hab ich mich gekauft? Nein. Aber ich habe keine Peitsche. Julia hat eine Peitsche, aber sie... Ich habe keine Peitsche! Ich wünschte aber gerade, ich hätte eine, wirklich. Du hast jetzt nicht da irgendwie Prostituierte draufgeschrieben oder so. Nein! 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 Aber Thomas braucht das. Ich weiß. Aber geht es in die richtige Richtung? Nein, aber ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich merke, dass du es nicht weißt. Ich will dieses Spiel einfach nur beenden, weil es wahrscheinlich dir auch sehr unangenehm ist. Okay, also ich habe mich nicht gekauft, aber ich gehöre zu mir? Du gehörst schon zu dir, ja. Okay, aber ich kann mich auch nicht entfernen. Also ja, ich könnte mich natürlich entfernen, ich kann alles entfernen theoretisch, aber ich habe mich nicht... Bin ich irgendwas Intimes von mir? Ja. Ich bin jetzt aber nicht meine Brüste oder so, ne? Das wäre irgendwie weird. Das wäre weird. Das wäre sehr weird. Nein. Ich bin es nicht. Das Dankeschön. Nee, nein. Das ist schon mal schön. Stopp, ich bin dran. Nein, ich bin nicht gefragt. Oh Leute, wenn ich jetzt irgendwie meine Schambehaarung bin oder so, das ist wirklich, das ist einfach das ist eine Nummer zu viel. Das ist echt eine Nummer zu viel, das finde ich auch nicht gut. Bin ich? Nein. Thomas muss sich umdrehen. Thomas muss sich umdrehen. Ja, dreh dich um. Geh in die Ecke des Charmes einfach. Ja. So, habe ich etwas mit GV zu tun eventuell? Ich bin keine Domina. Aber nicht direkt, nö. Nicht direkt. Nein, nein. Aber das war jetzt auch kein Nein, würdest du sagen. Nee, also hast du nicht. Ich kann mich nicht kaufen, das heißt, ich gehöre zu mir. Ich bin fest an mir dran. Fest? Oh Mann! Fest ist... Thomas lacht ein. Ja, weiß nicht, ich komme nur auf so eklige Sachen gerade. Ich will nicht mein Arsch sein oder so.
Das ist alles komisch. Ich weiß, ich bin was Intimes, ich bin fest an mir dran. Man kann mich sehen, aber du siehst mich gerade nicht. Nee, jetzt gerade sehe ich dich nicht, ne. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Du, guck mich mal an. Nein, ich bin ein Gentleman. Nein! Guck mich mal bitte an. Du, ich kann dich nicht angucken. Guck mich an jetzt. Nein. Wenn du mich jetzt angucken würdest, würdest du es dann sehen? Nein. Warte. Würdest du es dann sehen? Ich habe gerade meine Pantoffeln ausgezogen. Das weiß ich nicht, weil ich guck gerade... Ja, aber wenn du mich jetzt angucken würdest, würdest du es dann sehen? Aber diese rein konjunktive Frage hier kann ich leider nicht beantworten. Hä, doch kannst du. Natürlich kannst du es beantworten. Wieso kannst du es nicht beantworten? Nein, würde ich nicht. Nee. Ich glaube, ich weiß, was ich bin. Habe ich doch was mit jemandem hier in diesem Raum zu tun? Und ich frage Thomas. Nein. Ich dachte wegen der London-Story hast du das draufgeschrieben. Nein. Oder wer hat bezahlt? Ja, irgendwie. Wurdest du eingeladen oder hast du eingeladen? Irgendwie ja schon. Wurdest du eingeladen oder hast du eingeladen? Irgendwie in London. Na! Bin ich eine Sugar Mami? Ja. Wegen dem Podcast. Aber dann habe ich ja doch was mit mir zu tun. Warum denn? Wo soll ich wissen, ob du eine Sugar Mami hast? Hast du eine Sugar Mami? Warst du mit einer Sugar Mami in London? Das geht dich gar nichts an, Julia. Doch, das geht ja, mich sehr wohl was an. Das ist für mich zu privat gerade. Und wie hast du Sugar Mami geschrieben? Nein, geh einfach! Okay, mal weg. Hä, aber das ist ja dein Fall. Dann war ich ja richtig. Ganz am Anfang hätte ich schon diese ganzen... Hä, aber warum soll ich denn wissen, dass du eine Sugar Mami hast? Ich hab mich nicht direkt an den Podcast... Ich habe auch jetzt nicht direkt eine Sugar Mami, okay. Würde ich jetzt nicht behaupten. Also, hast du im Podcast darüber geredet, dass du eingeladen wurdest nach London und dementsprechend eine Sugar Mami hast, oder was? Vielleicht. Dafür müsst ihr hobbylos hören. Dafür ja, das mache ich halt nicht. Sugar Mami. Erstmal falsch geschrieben, dann falsch beantwortet. Hä, wo also sorry, dass du aber... Dass du das nicht weißt... Das dass du dich gar nicht interessierst für mein Leben. Ich dachte... Leben. Ich hätte sterben können. Ich hätte sterben können. Guck mal, du. Ich dachte, das ist so auf Augenhöhe, dieses Verhältnis mit deiner London-Bekanntschaft. Ja, war es auch. Ja, also, dann ist es keine Sugar Mami. Aber du kannst auch mal ausgeben, ne? Also, nein. Finde ich schon. Du musst für die Hauptwürde sparen. Und verschämt. Okay, Julia, es geht, alles hängt jetzt von dir ab. So. Du könntest rausgehen mit diesen spielenden, schreienden Kindern draußen, einfach Zeit verbringen, dir einen Kaffee machen, weiß nicht, Aktien. Ja, aber du sagst, du möchtest mich ja nicht angucken und dementsprechend kannst du mir nicht helfen. Okay, warte. So, nochmal. Nein, guck mich. Also, ich drehe mich jetzt, ich stelle mich jetzt nochmal hin und ich stelle mich jetzt zum Rücken zu dir hin. Könntest du mich jetzt sehen? Das weiß ich nicht, weil ich guck dir immer nur in die Augen so. Ja, Mann, dann kann ich ja jetzt nur noch durchgehen. Bin ich mein Arsch? Ich bin nicht mein Arschloch. Ich bin auch nicht meine Intimbehaarung. Ich bin aber was Intimes. Man kann mich nicht sehen gerade. Bin ich mein Arsch? Du bist dein Ass. Was? Du bist dein Ass. Ich bin mein Ass. Aber ich guck nicht auf dein Ass, weil ich bin respektvoll. Hast du noch nie auf meinen Arsch geguckt? Julia, man darf nicht lieb aus sagen. Versehen. Aus Versehen hast du doch auch schon auf meinen Arsch geschaut. Nee, auch aktiv. Ja, okay, siehst du, guck mal hier, Gleichberechtigung. Ja, dann habe ich auch aktiv auf deinen Ass geschaut. Ah, siehst du. Ja, siehst du. Ha, ja. Ha. So, liebe Freunde, das war jetzt wahrscheinlich auch die letzte Runde, wer bin ich, die wir mit Julia spielen konnten. Weil Julia, ich glaube, das Vertrauen ist komplett gebrochen. Hä, warum? Einfach, ja. Lasst gerne ein Like da, schaut nicht auf Julias Ass, wenn ihr sie draußen seht, weil das ist unverschämt einfach, sowas macht man einfach gar nicht so. Schaut ihr in die Augen, sie hat schöne Augen so. Hä? Findest du meinen Ass hässlich? Boah, man kann nur verlieren bei diesen Fragen. Ja! Nein, Julia hat einen prachtvollen Ass, so, der ist bestimmt rund as fuck, so, aber ich weiß es nicht, weil ich guck da nicht drauf. Wir machen es nicht schlimmer, als es ist. Wir machen es nicht schlimmer, als es ist, ja. So, schaut gerne bei Julias Ass vorbei. Nein, ich meine...